Wenn ihr alle nehmen, heute mit Teller von Sinnen. Barbara Schöneberger, Oliver Welke, Guido Kanz und Bernhard Hohlstein. Guten Abend, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr. Guten Abend. Hier ist Genial daneben und ich freue mich, dass wir alle heute so zahlreich erschienen sind. Auch ja. Sie so zahlreich auch erschienen ich sind. Ich heute so zahlreich Sie erschienen. Sie oft gerne mal nur stückweise hier. Ja. Nee, weil er immer einen neben sich laufen hat. Wie? Wen habe ich denn neben mich? Neben mich? Neben mir? Was ich habe Sie auch lieber, weil da lesen einfach mal die erste Frage da jetzt vor. Ja. Ich wollte mal nett sein, wollte die Damen und Herren auch zu Hause begrüßen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Hause. Auf Barbara, dem Divan vielleicht? Herzlich willkommen bei uns. Barbara Schöneberger geht bald auf Tournee. Im September? Das stimmt, Ende September. Am 24.09. fangen wir an. In Hamburg ein Konzert. Ich werde singen. Kinder, Barbara freut euch. Singen. Es wird ganz schön. Ja. Warum? Es gibt. Warum nicht? Warum? Ach so. Kauf einfach eine Karte, dann okay. Wirst du es ja, sehen. Es gibt noch ein paar Restkarten, meine Damen und Herren. Beeilen Sie sich. 5, es sind 6. Alle Konzerte fast ausverkauft. Aber wie viele Konzerte machst du insgesamt? 6 in allen großen Städten, sogar im Osten. Gibt es im Osten große Städte? Leipzig. Und wir werden als Background-Chor mitfahren. Ja, aber darüber wollen wir nicht. Moment, Sie singt ja nicht in Köln, sondern nur in Düsseldorf. War es nicht so? Ja, ja. Hallo? Also ja. Alle? Ja. In den 6 großen Städten und Köln ist nicht dabei. Nee, aber München, Leipzig und so weiter und so fort. Kinders, lasst uns anfangen. Saarbrücken, Kaiserslautern und so weiter. Nee? Ja. Herr Balder, Sie haben so lustige Karten vor sich liegen und wenn da sind davon Buchstaben einfach drauf. Lesen. Einfach mal lesen und dann geht's auch schon los. Du machst ihm Angst. Sitzt sie nicht unter Druck. Ich fange jetzt an, da kenne ich nichts. Ja? Ich gehe sofort zu Friedhelm Beck. Er wohnt in Selm, das liegt in Nordrhein-Westfalen. Friedhelm, Hallöchen. Boah, Herr Balder, jetzt waren Sie nicht 20 Jahre jünger. Mit 60 sehen Sie nicht attraktiver. Hallöchen, Hallöchen. Hallöchen. Hi. Jungs, steh mal auf, hast du die Hose auch auf dem Knie? Jo. Muss man da so okay. Jo. Unser kleiner Bernhard. Also, Friedhelm Beck aus Selm möchte wissen, was ist ein sibirischer Finger? Ja. Ab, nur los. Hier. Ein sibirischer Finger kann ich dir sagen. Also, wenn du einen Handschuh hast, ne? Handschuh? Wenn du einen Handschuh, wenn du einen Handschuh hast. Alter Titel von Wayne Carpenter. Natürlich. Und ich glaube, das war sein Sohn. Ah, nee, das war der andere. Ist auch egal. Ein Handschuh und an diesem Handschuh ist zufälligerweise ein Finger abgetrennt. Man hat also nur 4 warme Finger und einen kalten. Wenn man draußen sich im Winter bewegt, und da in Sibirien ist ja meistens unter 0 Grad, ist zumindest im Winter, spricht man vom sibirischen Finger. Das ist der eine, der nicht im Handschuh ist. Frage, warum? Weil man dann sehr filigrane Arbeiten erledigen kann. Zum Beispiel? In der Nase bohren. Was man halt mit einem Finger so machen muss, ja. Genau. Gut, in die Schrauben drehen, so. Schlüssel bedienen, in einer sonst sehr warmen Handschuhverpackung. Blöd ist es, und wenn es dieser wäre, dann sagt man aber sibirischer Effenberg dazu. Ja. Ich glaube, dass es ja sowas wie den skandinavischen Tiger gibt oder sowas. Den, und deswegen den sibirischen Tiger. Nein, den skandinavischen Tiger. Also Skandinavien ist ja in Tigerform. Und deswegen glaube ich, dass zum Beispiel der sibirische Finger ein Finger ist, der sozusagen aus Sibirien heraus ins Eis ragt, wie ein Fjord. Sozusagen. So wie der italienische Stiefel. Ja. Richtig. Wahnsinn. Ist falsch. Was wir ich alles glaube, wissen. Ich dass der sibirische Finger eine seltene Quallenart ist, ja, die nur in diesen eiskalten Gewässern unter dem ewigen Eis Sibiriens vor sich hin vegetieren kann und existieren. Und in kaltem leben. Wasser hat man ganz straffes Bindegewebe. Ach. Erzähl mehr von so. Kann das auch sein, wenn, wenn man den... Achso, Entschuldigung, da muss ich noch mal ganz kurz. Was hat man im kalten Wasser? Ganz das ja. Zieht unheimlich zusammen. Weißt du das nicht? Kälte zehrt. Für also Männer sehr negativ. Wenn du in die Nordsee gehst und die hat nur 8 Grad, dann sagt man nicht, ich habe da unten einen Schniedelwurz, sondern das ist mein sibirischer Finger. Ja. Da bleibe ich beim Thema, weil ich habe tatsächlich neulich in einem Flugzeug die Ansage gehört vom Piloten und ich schwöre, dass es so war und die ganzen Reihen vorne haben gelacht, weil der Pilot sagte, hallo, mein Name ist Dirk Stender, ich muss nochmal zurück an den Finger. Und da habe ich dann gelernt, es wirklich war, der Kapitän hieß Dirk Stender und musste zurück an den Finger, weil Finger nennt man ja das, genau, Teil, ja, wo die Leute ins Flugzeug gehen. Und da ist es wirklich oft arschkalt, weil der wird natürlich nicht beheizt.
Und vielleicht, wenn es besonders kalt ist, unter 20 Grad, spricht da vielleicht das Flugpersonal vom sibirischen Finger? Nein. Aber keine schlechte Idee. Bei aber so ein Finger wird normalerweise beheizt. Nicht bei der Lufthansa. Bei mir hat ein Steward letztens gesagt, und bei uns können Sie den vorderen und den hinteren Ausgang benutzen. Ja. Aber er kannte beide, das ist interessant. Geht eher um den Eingang. Der sibirische Finger. Sibirien ist ja bekannt für seinen Permafrostboden. Für wen? Der Permafrostboden. Ah ja. Und, ist das so was ähnliches wie Bofrost? Gibt das Essen? Oder? Das stimmt, der ist das immer ist, kalt. Das stimmt, das ist wie Bofrost, ja. Das ist nur so und manchmal auch angetaut. Auch angetaut. Und vielleicht ist der sibirische Finger eine ganz bestimmte unterirdische Frostlinie, weil aufgrund von magnetischen oder sozioökonomischen Rahmenbedingungen des Permafrostbodens gewisse Bereiche sich in einem anderen Temperaturzyklus befinden als der Rest. Und wie läuft bei dir so beruflich? Muss ja, zu Hause auch. Also nochmal. Zweiter Vorschlag, Öl. Sibirien ist ja bekannt für... Ja, macht ihr weiter. Jeder auf einmal nur 17 Vorschläge, bitte. Ich glaube immer noch, dass das irgendwas damit zu tun hat, wenn man abends im Bett liegt mit der Partnerin. Und oftmals haben ja Frauen kalte Extremitäten. Also wenn es da so was Winter... Was haben Frauen? Extremitäten. Kalte Füße vor allem. Füße, dann kommen die rüber so, ah, oh, Schatz, will ich mal kuscheln. Und dann kommt so ein Eisbein auf deiner Seite. Du zuckst zusammen. Vielleicht spricht man auch von Frauen, die niedrigen Blutdruck haben auch. Vielleicht gibt es einen Finger, der weniger durchblutet wird als die anderen vom sibirischen Finger, weil der... kurz vor Absterben ist und dieser Finger landet garantiert bei dir im Nacken, wo du gerade einschlafen willst. Oh, Mann. Und dann sagt sie noch mal ein Schneemann oder so, weißt du? Und dann... Ich bin in der Schifffahrt, der sibirische Finger ist bei einem Eisbrecher vorne irgendeine Art Nase, wo das Schiff, was ja immer so hoch und runter sich bewegt, das ist gut. Das Eis zum Brechen bringt, damit es einen schönen Schiffsfahrtweg durch das ewige Eisbrechen. Das Ding heißt sibirischer Finger, ja, sieht aber aus wie eine Nase und ist beim Eisbrechen. Ja, ein Stachel. Ich finde es eine gute Geschichte. Kann man machen. Sibirische Finger, wir denken bei Sibirien immer an das Land Sibirien. Ich glaube, es ist nur die Kälte gemeint. Wir befinden uns in einem Kühllager oder so etwas in der Art. Und also er darf die Geschichte schon zu Ende erzählen, finde ich. Wirklich. Das hat er sich verdient nach all den Ach, Jahren. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Okay, dann eine andere Geschichte. Ja. Vielleicht kommt es aus der Welt der Gärtnerei, weil ich habe zwar selber noch nie was gepflanzt, aber ich könnte mir vorstellen, dass man das ja nur zu bestimmten Bodenverhältnissen und Temperaturen machen kann. Vielleicht haben erfahrene Gärtner so eine Methode, dass sie einmal kurz mit dem Finger ins Erdreich gehen und wenn sie dabei frieren, dann pflanzen sie nichts zum Beispiel. Ja, entweder das oder sie haben ein Gerät, das sozusagen den frostigen Boden aufsticht sozusagen. Und damit man mit dem Finger, für die toten Zwiebeln mit dem Finger kommt man ja nicht so gut durchs Eis durch. Und wozu soll das gut sein? Zum Verlanzen von kleinen Narzissenzwiebeln. Wie wäre es denn, wenn es einfach ein Begriff aus der Handchirurgie ist, aus der Medizin? Also wirklich der abgefrorene Finger an sich von Herrn Messmer und wie sie alle heißen. Und wenn das nicht die richtige Antwort ist, bin ich mal ganz schnell im Kölner Zoo bei dem sibirischen Tiger an sich. Da wird bei dem Wärter der ein oder andere Finger bei der Fütterung schon mal draufgegangen sein. Ja. Ich glaube aber, dass das eher was mit Wintersport zu tun hat. Und ich glaube einfach, wir sind im Sport. Und es gibt natürlich, wenn du irgendwelche Kippstangen im Boden montieren möchtest, ein Slalomparcours, wird ja gebohrt. Ne? Das wird jetzt mittlerweile natürlich mit so Akkuschraubern gemacht. Aber früher gab es das natürlich nicht. Und da gibt es ein Gerät, um diese Kippstangen in den Boden reinzubohren. Den nennt man sibirischer Finger. Mhm. Oder beim Biathlon, das ist ja unsere große Sportart, vielleicht diese sich ewig wiederholende Bewegung, dass man da nicht vom Tennisarm spricht, sondern vom sibirischen Finger zum Beispiel. Oder es ist in einer Bohrmaschine, der Bohrer mit einer speziellen Vorrichtung, vielleicht sogar bei einem ganz großen Bohrer. Und wenn der ins Felsmassiv eingetrieben wird, dann wird der so heiß. Und deswegen haben die so Kühlflüssigkeit, dass der nicht überdreht und schmilzt und ich weiß nicht was. Und das nennt man bei einer riesigen Bohrmaschine, das ist der sibirische Finger, der kühl gehalten wird. Ja, jetzt sage ich es euch. Also der sibirische Finger ist circa 13 cm lang. Also doch. Dick, robust und rot wie eine Tomate. Und das ist, der sibirische Finger auch, eine Tomatensorte aus Russland. Nein! Sie hat die Form eines dicken Fingers und reift schnell, selbst in den äußerst kurzen sibirischen Sommern. Daher heißt diese Tomate
sibirischer Finger. 30 Zentimeter lang. 13. Beruhig dich wieder. Friedhelm Beck, 500 Euro für Sie. Gratulation. Sehr gut. So, meine Damen und Herren, nachdem sich Frau Schöneberger wieder beruhigt hat, als wir ihr jetzt in der Pause nochmal erklärt haben, dass es 13 und nicht 30 Zentimeter waren, gehen wir nach Bonn. Fingerförmige Tomaten, wir kommen auf so einen Scheiß. Haben wir einen Nagel vorne? Bitte? Wie? Einen Nagel dran? Einen Fingernagel? Nein. Nein. Herr Holker, kennen Sie Robert Fack? Ich meine, zumindest der Nachname wäre mir, schon mal begegnet im Straßenverkehr. Aber Entschuldigung, Fack Schöneberger wäre ein guter Doppelname, jetzt mal ehrlich. Ich denke drüber nach. Jetzt mal ohne Scheiß. Also, bei der Gelegenheit möchte ich sagen, dass ich Robert Fack V-A-Doppel-G schreibt. Das tut uns leid. Woran da, was dachten Sie denn, woran wir denken? V-A-K. Ach, aber ich bin ein V-U-C. Das ist was an. V-U-C. Außer dem F. Lassen wir das. Also, F-Fehler. Ja, ja. Also, Spul. Robert Fack wohnt in Bonn. Herr Holker. Deswegen habe ich gefragt, ob Sie ihn kennen, weil Herr Holker kommt ja aus Bonn. Und Robert Fack aus Bonn möchte wissen, warum erhält jedes neue Mitglied des britischen Parlaments ein pinkfarbenes Stoffband zugeteilt. Deine Information, jeder neu gewählte Abgeordnete des britischen Unterhauses kriegt so ein pinkfarbenes Stoffband, so ein paar Zentimeter lang. Warum? Ja, das darf man doch auf jeder Aftershow-Party. Das ist, damit die da überhaupt rein dürfen. Das ist so ein, ja, entweder das, oder man kann sich hinten an die Antenne dran machen, so wie bei Hochzeiten, damit man weiß, ich gehöre zu dieser Gesellschaft dazu, ich darf hier auf dem Parkplatz parken. Aha, okay. Genau. Das hat ja wahrscheinlich irgendwelche historischen Wurzeln. Das geht richtig. Sicherlich sehr weit zurück. Also Vorschlag 1, es gibt ja mehrere traumatische Erlebnisse in der englischen Geschichte. Also Elfmeterschießen lassen wir einfach mal weg. Aber zum Beispiel Karl der V. wurde ja dann enthauptet unter Oliver Cromwell. Vielleicht hatte der was lilafarbenes an dem Tag. Pinkfarbenes, oh, das ist sehr ungewöhnlich für die Zeit. Aber naja, gut. Er war ein sehr moderner König und dafür aber haben sie ihn geköpft. Aber es war nur das einzige Beispiel aus der englischen Geschichte, das du gerade parat hattest. Was ich kannte, das ja. Auch mal los, und Karl der V. war halt Österreicher. Aber ja. War das? Charles der V. Ja. Charles. Hat das noch was? 1500 noch was. Nee, gehen wir mal etwas jünger. Wie, aber 1980. Elton John. Er war älter. Elton John. 1200. Älter. 1800. 1700. Ja. Viktorianisches. 1718. So, 17 bis 18. Da sind wir schon mal richtig. Ja, wir haben da früher im Parlament alle gerne die weißen Perücken getragen. Genau. Ja, das war doch Pflichtprogramm. Hat es was mit der Perückenpflicht zu tun von früher? Was soll das dann, das Pinkfarbene Stoffband? Ja, so ein Nüppchen, um die Perücke besser abzuhebeln. So. Also. Vielleicht ist das so eine Art Sitzplatzreservierung, wie bei der Hochzeit, wo die Namensschildchen stehen. Und es geht dann um die neu hinzugekommenen Abgeordneten, wenn ich das richtig verstanden habe. Nee, Engländer machen das mit dem Handtuch. Das kennen die aus dem Urlaub. Ja. Da brauchen die kein Bändchen. Ja, damals war der Stoff halt teurer. Da gab's ja nur so Sie hatten ja mal im 18. Jahrhundert, 1700 irgendwas einen König, der dann wahnsinnig geworden ist. Der kam lustigerweise aus Hannover und war, glaube ich, auch mit Ernst August verwandt übrigens. George, der Sohn zu viel. Und der ist verrückt geworden tatsächlich. Hat der möglicherweise sogar pinkende Klamotten getragen und man macht sich heute noch darüber lustig oder so? Vielleicht, aber es hat mit dem Stoffband nicht also zu tun. Also vielleicht zu Abstimmungszwecken, oder? Schlüssel, Abstimmungszwecken. Zu Abstimmungszwecken, dass sie eben früher sozusagen anstatt eines Urnengangs sozusagen einfach das Band gehoben haben. Gibt's so wie bei Zimmerfrei, wenn man will, dass ich der da ein Bändchen. Genau. Na, oder ist es einfach eine Demütigung, es gibt ja das House of Lords, wo die Adligen sitzen und im Unterhaus sitzt ja der Pöbel sozusagen. Und vielleicht haben die Adligen beschlossen, dass die noch bekloppter aussehen müssen und deswegen mit pinken Sachen durch die Gegend. Also es geht ums Unterhaus, habe ich ja schon gesagt. Ja, genau. Und jeder neu gewählte Abgeordnete heißt natürlich, dass jeder Abgeordnete. Ach so, ich habe eine Idee. Ja, vielleicht gibt es ja sowas wie eine Zeit, in der man sich bewähren muss. Ne? Da bist du halt auf Probe, vielleicht 3-4 Monate, damit man erstmal da zeigt, dass man sich benimmt, die Benimmregeln des Unterhauses gelernt hat, dass man nicht zur falschen Zeit aufsteht, die richtigen Sachen trägt. Und damit, das ist wie so ein Learner-Schild bei den englischen Fahranfängern hinten im Fenster drin des Autos. Wo haben die das? Wo haben die dieses Stoffband? Das Stoffband haben die entweder hier oben im Knopfloch oder vielleicht sogar im Ohr. Im Ohr. Ja. Und dann sieht man einfach, das ist ein Anfänger, der hat jetzt 3 Monate Probezeit, wenn das dann weg ist, so bist wie du Baby aufgenommen. An Bord, meinst du jetzt? Genau. Ich finde das sehr schön, wenn dann einer aufsteht und eine Rede hält zur Lage Englands mit einem pinkfarbenen Stoffband im Ohr. Ja. Ich meine, pink ist ja doch eine eher ungewöhnliche und grelle Farbe. vielleicht
haben die das irgendwie sich einfach um den Finger gebunden und bei Handmeldungen, also wenn die sich zu Wort melden wollten, konnte der Mensch, der das vorne leitet, einfach die Handmeldung besser sehen, wenn da so ein pinkfarbenes Bändchen runterbaumelte. Nee. Wie ist das denn? Da ist doch manchmal so chaotisch. Die beschimpfen sich doch, die sitzen ja nicht ordentlich die nebeneinander. Die binden sich damit gegenseitig am Stuhl. Und vielleicht kann man damit sein. In den Pausen. Ja, ich dachte, seinen Vordermann so stumm stellen, wenn man dann einfach am Reden ist. Ach so, okay. Die erinnern doch an irgendwas, was früher mal passiert ist. Ist das Parlament mal aufgelöst worden zum Beispiel? Ist mir nicht bekannt, aber selbst wenn, was hat das pinkfarbene Stoffband damit zu tun? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Nicht? Ja. Das war die Lieblingsfarbe von Königin Victoria. Also, warum das Ding jetzt pink ist, ist an sich auch wurscht. Aha, es geht darum, dass die neue Farbe. Die neuen müssen kenntlich gemacht werden. Es könnte auch eine andere Farbe haben. Es ist ein Bändchen, es könnte auch eine andere Farbe haben. Es ist nun mal pink, weil es ja damals auch pink war. Dann ist es Zahnseide. Oh. Für ganz große Zähne. Ja. Die hat noch größere Lücken. Ist es so, das kriegt man vielleicht automatisch, wenn man ins Unterhaus gewählt wird, einen Orden, den jeder kriegt. Welchen? Den pinkenden Hosenbandorden zum Beispiel. Den pinken Rosenband auf. Ja, den kann man da dran aufhängen, das ist wunderbar. Ja. Ja. Mhm. Oder? Pink. Das muss mit einem historischen Eigenschaft. Ja, vielleicht war die walisische Flagge früher pink oder die, was weiß ich, irgendeine Flagge war pink. Das hat ja mit der Farbe nichts zu tun, Schatz. Das haben wir jetzt gehört. Sie feiern wieder, Bändchen. Sie feiern alles, wieder mal den Ich finde es ja nicht, das war ein Teil eines Tuchs, wie sowas wie dieses. Was machen die denn mit dem kleinen Bändchen? Ja, das wird aufgehangen. Da wird zum Beispiel vielleicht, die haben ja so lustige Umhänge und sowas an. Vielleicht hängt man da einfach seine Klamotten dran an dieses rosa Bändchen in einer großen Garderobe. Und damit klar ist, das sind die neuen, weiß den man genau, wo die jetzt aufhängen. Hat es im weitesten Sinne was zu tun, aber aus welcher Tradition kommt es und was macht man heute damit? Vielleicht hatte man damals keine Knöpfe und auch keinen Reißverschluss, auch keinen Klettverschluss. Damit schloss man sein Kleidungsstück, seinen Umhängemantel, den man damals feierlich getragen hatte, damit er nicht aufgeht und die entblößte Brust zeigte. Du meinst, sie sind nackt unter ihren Kutten? Das sind Engländer! Nix wie hin. Nein, ich würde doch mal lieber bei der Version mit der Garderobe bleiben. Also man muss die Sachen auch mal aufhängen, das ist ja klar. Ja, aber was denn? Sein Schirm! Ha! Engländer haben Schirme! Ich meine, ich will sie nicht reduzieren auf den Schirm, Beispiel. Aber... Zum Beispiel. Sie haben einen Schirm. Und was hat man früher aufgehangen? Einen Hut. Seinen Butler. Einen Perücke. Gamaschen, Pferde! Irgendwas man Größeres. Die Pferde einen Mantel, einen Überzug, einen Regenmantel. Ein sowas Hut, in der Art. Ein Hut und eine Perücke. Man hat früher etwas dort aufgehangen und dann wurde das verboten. Ja, natürlich. Aber die Tradition des pinkfarbenen Bandes ist geblieben. Heute, wie Holger eben sagte, Schirme. Das finde ich schon sehr gut. Haben wir schon 50% der Sein Schwert! Richtig! Ja! Also. Also das Ganze geht auf dem 17., 18. Jahrhundert zurück. Jedes neu gewählte Mitglied des britischen Unterhauses bekam im Parlamentsgebäude einen eigenen Garderobenhaken mit Namensschild. An diesem Haken hängte für Volksvertreter bzw. Volksvertreterinnen heute pinkfarbenes Stoffband in Schlaufenform. Und dieses diente damals dazu, das Schwert aufzuhängen. Und dann wurde es verboten, Waffen mit in den Plenarsaal zu nehmen. Die Briten hielten aber trotzdem an dieser Tradition fest. Heute kriegt jeder so ein pinkfarbenes Bändchen und kann dort seinen Regenschirm aufhängen. Oder seinen Gehstock oder Stock oder was immer er hat. Ja. So ist das. Ja, kann ich so gelten lassen. Richtig an. Ja, sehr gut. Habt ihr sehr gut rausgekommen, muss ich ehrlich sagen. Nicht schlecht. Robert Fack aus Bonn. Es tut mir wahnsinnig leid. Es gibt kein Geld. Es ist alles sehr traurig. Meine Damen und Herren, wenn Sie Fragen haben, dann gebe ich Ihnen mal unsere Adresse, dann können Sie die hinschicken. Genial daneben, 50 616 Köln. Oder Sie rufen an 01378 10 1120. Oder einfach eine E-Mail fragen, @genialdaneben.de. Wenn es jetzt zu schnell war, sage ich die Adresse am Ende der Sendung noch einmal. Und begrüße jetzt bei uns im Studio Markus Monse. Er wohnt in Wuppertal. Heute Abend ist er hier. Markus, dort oben sitzt sie. Markus, herzlich willkommen bei uns. Sehr schöne Frage. Ich bin gespannt, ob Sie 500 Euro bekommen. Ich drücke Ihnen den Daumen. Markus möchte wissen, was ist eine Luftfalle? Unsichtbar. Also bei der Luftfalle bin ich sofort im Flug. Da gibt es ja Luftlöcher, Luftwände und so weiter alles. Und eine Luftfalle ist etwas in der Luft, wo ein Flugzeug... Okay, Ich bin bei der Orgel. Ich bin bei der Orgel. Und da wird es einen Schiebemechanismus geben, den man aufschiebt, um da noch extra Luft einzufangen, um noch irgendwelche Manuale zu belüften oder Pfeifen zu bedienen.
Ich weiß, ich bin das. Ich bin in der Industrie. Die Luftfalle ist ein Gerät zum Sortieren, womit Unterdruck oder Überdruck... Das versuchst du seit Wochen anzubringen. Lass ihn ja, immer weiter. Wieder dieses Sortierband. Vielleicht ne? Stimmt's ja mal. Schüttelband, Rüttelband. Ja, der ist bläst. Das habe ich schon mal gesagt. Ja, ja. Also fünfmal. Nur mit Rütteln, ja, aber das ja. Wird zum Sortieren benutzt. Also mit Druck hat es schon zu tun. So. Sollen wir über deine Blicken sprechen? Und zwar mit dem... da oben. Und zwar mit dem Druck, der auf euch lastet, diese Frage zu beantworten. Ja. Nein, aber es hat was mit Druck zu tun. Ja, und mit zwar Druck. Sind wir beim Zahnarzt. Oh. In der Regel ist ja die größte Angst, die man vom Zahnarzt hat, ist ja dieses Bohren und auch dieses unerträgliche Geräusch, was damit verbunden ist. Ja? Ist aber eine böse Falle, denn das, was fast am meisten wehtut, ist, das wenn Sie dir das, wenn Sie das Karies rausgebohrt haben und der dann mit der Luft Stunden mit diesem Luftpistölchen in diesem aufgebohrten Loch und dann, hör auf, hör endlich auf! Und das ist eine böse Luftfalle. Ja. Aber Frau von Sinn, das kann man doch umgehen. Man geht aber nicht hin. Indem man einfach da sitzt und zum Zahnarzt sagt, wir tun uns beide nicht weh, oder? Also der Mann kommt aus Wuppertal. Und wie wir alle wissen, gibt es in Wuppertal eine Schwebebahn, die in der Luft fährt. Wenn jetzt irgendein Bauarbeiter vergessen hat, das Teilstück, was gerade renoviert wird, der Gleise wieder einzuhängen und der Fahrer mal nicht gerade aufpasst, fährt halt poff. Das ist die Wuppertaler Luftfalle, damit es nicht so einfach ist, heißt es hier nur Luftfalle. Du kannst natürlich auch mit einem Kleinwagen, wir nennen jetzt keine Marken, kannst du auf offener Strecke... Bei Klein wird er gleich auf. Bei Klein wird er hell. Klein wird nicht hell, ja. Kleinwagen, ach so. Wenn du auf offener Strecke in Ostfriesland oder so, das hat ja jeder schon mal erlebt, wenn du von so einer richtig fiesen Böe erwischt wirst, kannst du auch in eine Luftfalle tappen im Auto. Und was passiert dann? Kippt. Dann kippst du, dann machst du den Echttest quasi auf offener Strecke. Okay. Na, ist das nur ganz ruhig. Ist das nur bei kleinen Wagen oder auch bei größeren? Wahrscheinlich, wenn der Wind stark genug ist, auch bei größeren Wagen. Also wir haben es ja schon erlebt, bei Sturm sind ja ganze Lastwagen. Schade, dass das alles nichts mit der Frage zu tun hat. Aber wir unterhalten uns. Barbara, was meinst du denn dazu? Der Bernhard weiß was. Ein Feiner. Ja, der Bernhard. Bist du ein Feiner? Da willst du was trinken, Bernhard? Das muss man anders machen. Da muss man zu ihm sagen, ruhig, Brauner. So, Frau von Sinn, welche Idee haben Sie denn? U-Bahn-Schächten, weil Sie auch von Druck sprachen. Ich glaube, eine Luftfalle ist etwas, wo Belüftungsschächte sind. Und wenn etwas mit einer hohen Geschwindigkeit dadurch fährt, entsteht irgendwo ein Unterdruck. Und jemand, der da oben... wird angesaugt. Ja, wird angesaugt. Bei Marilyn Monroe war es 7-inch andersrum. Da wurde das hochgeblasen von der U-Bahn. Man kann Röntgen. Aber auch angesaugt werden. Aber ja. Man kann auch... Wenn die U-Bahn zum Beispiel jetzt rückwärts fährt, dann... Ja. Das ist eine Luftfalle. Das wäre eine völlig neue Idee für einen Film. Ja. Dass die Merlin da so kleben. Einfach weg ist, kurz. Ja. Frau Monroe konnte leider nicht mehr mitspielen, sie ist angesaugt worden. Tauchen. Nein, ich bin noch dann ganz tauchen. Woanders. Tauchen. Ich bin jetzt gerade bei Guido. Guido. Tauchen. 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 Vorher werden genau ja die Flaschen, die Druckluftflaschen werden ja gefüllt. Ja, natürlich, sonst wäre es ja albern. Ja, das braucht man sie ja nicht mitnehmen, richtig. Das stimmt. Richtige Antwort, Herr Balder. Ja. Und ich glaube einfach, dass wenn Anfänger, die sehr, sehr schnell atmen, verbraucht man halt mehr als ein erfahrener Taucher, der ganz ruhig atmet. Und dann kommt man in die sogenannte Luftfalle, weil normalerweise dauert ein Tauchgang ungefähr 45 Minuten. Und der Anfänger muss aber nach 3, 5, 7, 8 wieder nach oben. Und das ist die sogenannte Luftfalle. Also ich bin kein Taucher, ich kann das nicht beurteilen. So, Herr Balder, Sie sollen das doch gar nicht beurteilen. Jetzt hören Sie mir mal zu. Lass Sie doch kurz die Geschichte abschließen. Also... Ich glaube, wir befinden uns in der Insektenforschung. Oliver. Ja, ich glaube. Ich kenne schon, ich habe eben Stimmen gehört von links, aber egal. Tauchen finde ich gar nicht schlecht, weil es gibt ja auch noch diese Taucherkrankheit, wenn du zu schnell wieder aufsteigst, dass sich so kleine Luftbläschen in den Adern bilden, was lebensgefährlich ist und du dann diese Dekompression. Das nennt man aber, glaube ich, irgendwie anders, nicht? Ja. Das heißt irgendwie anders hat wir man. Wir sind bei Fallschirmspringern oder bei Gleitschirmbenutzern. Oh, vorsichtig bei dem Thema, nur ganz kurz. Bernhard, sag du doch auch mal was, was ist denn los mit dir? Alles alleine. Ich habe gerade versucht, mich zu ertränken, aber ich komme da nicht rein. Also. Was ist denn jetzt? Insektenforschung. Nein! Ist das vielleicht, wenn man russisch Roulette spielt und man einfach... Glück hat. Glück hat. Dann ist man in die Luftfalle. Oh, scheiße Luftfalle. Oh, Mann! Ich lebe ja immer
immer noch. Ich schon gefragt, ob es sich um einen Insekt oder Schmetterling handelt? Nein, noch nicht. Und? Ach, ich rede nicht von einem Insekt, sondern von der Falle, mit der man das Insekt fängt. Oh, das ist was anderes. Ja, aber darf ich bitte ganz kurz mal anmerken, dass im Italienischen der Schmetterling Farfalle heißt. Nur so viel. Wie heißt der? Ist das nicht die Nudel von Steffi Graf? Wenn man etwas gegessen hat, wie Kohl zum Beispiel. Oh, bitte nicht. Und man... Das hat auch mit man geht, zu tun. Man geht in einen Fahrstuhl rein. Ah. Und es passiert etwas Menschliches. Und man denkt, es steigt keiner mehr zu. Und du dann in dem Moment beim dritten Stock, ping, da reinkommst. Wenn ja. das keine Luftfalle ist, dann weiß ich nicht, was ich sage. Wir sind aber nicht irgendwie jetzt also in der Luft. Lass uns zurückgehen zu dem Punkt, weil Balder sagt, es hat was mit Druck zu tun. Ja, deswegen. Vielleicht das hat es auch mit ganz Luft am Anfang. Eben. Ja. Luftfahrt, Flugzeuge, vielleicht sogar mit Druckluft. Luftkampf. Wo kommt denn Druckluft vor, bitte? Bei Türen, bei der Insektenforschung. Hör doch auch mit deiner Insektenforschung. Automatische Türen. Ich habe nie von Druckluft gesprochen. Von Luftdruck. Nein, von Luftdruck. Nicht von Druckluft. Meteorologie. Ja, was denn jetzt, Reifen oder Meteorologie? Meteorologie. Oder Reifen? Nein, Reifen wäre Druckluft. Meteorologie ist Luftdruck. Reifen ist auch Luftdruck. Ja, aber darum geht es ja nicht. Es geht ja um Druckluft. Es geht um Luftdruck. Egal. Ich habe eine Idee. Der Luftdruck. Wenn man mit einem Fesselballon. Auch heiß. Tut mir leid, dass ich euch enttäusche. Die Show ist rum. Wenn man mit einem Heißluftballon eine Insektenforscher mitnimmt. Also ich glaube, es gibt ja einen unterschiedlichen Luftdruck. Und du kannst zum Beispiel, wenn du ein Ei kochst, auf einem Berg... Warte, ich helfe dir, da kriegen wir dich doch. Ich habe einen Fahrtenschwimmer, ich komme da raus. Wenn du auf 5000 Metern ein Ei kochen willst, dann kocht das ja bekanntlich nicht bei 100 Grad, sondern, glaube ich, früher. Vielleicht ist das die Falle, dass man sich irgendwie vertut. Wie viele Menschen kochen bei 5000 Metern? Und warum? Wie heißt der Begriff? Basislager. Basislager. Nein, Luftfalle. Wie heißt der Begriff? Luftfalle. Luftfalle. Also sind wir doch bei Schnee. Reifen und es ist einfach ein poröser Schlauch. Wir sind nicht bei Reifen, wir sind nicht bei Schnee, ich sage es euch jetzt. Danke. Also. Jede Waschmaschine zum Beispiel hat eine Luftfalle. Woher weiß denn so eine Waschmaschine, wann sie genug Wasser hat, um mit dem Waschgang loslegen zu können? Das muss die Maschine. Das weiß sie, weil sie eine sogenannte Luftfalle hat. Also stellt euch mal so einen Becher vor, einen umgekehrten Becher, in den von unten das in die Maschine einfließende Wasser aufsteigt. Die Luft in den Becher wird zusammengepresst. Ist so viel Wasser eingeflossen, dass ein bestimmter Luftdruck erreicht wird, dann meldet ein Sensor Stopp, das Wasser reicht und dann kann sie anfangen zu waschen. Und woher weiß die Waschmaschine, dass sie immer nur meine Socken klauen darf? Markus, 500 Euro. Dieter Dorsi. Der trägt die auch alleine hoch. Der trägt die auch alleine in den dritten Stock. Super. Dieter Dorsi. Na also, es geht doch. Du trägst ja noch allein im vierten Stock, ne? Genau. Lochfraß hätten wir gewusst. Ja. Lochfraß ist wieder was ganz klar. Lochfraß war doch damals Herr Bürgi. Dieter Bürgi. Dieter Bürgi. So hieß er. Jetzt gehen wir nach Bad Kreuznach. Dort wohnt Jacqueline Beisiegel. Jacqueline Beisiegel aus Bad Kreuznach möchte wissen, was ist ein Mittelsäger? Ein Schmetterling. Libelle? Ich weiß nicht, ob Sie schon mal bei der... Käfer. Libelle. Insekt. Ich war ja bei der Bundeswehr, Herr Balder. Und bei der Bundeswehr schläft man mit mehreren Jungs zusammen in einer Stube, sagt man. In einer Stube. Geht's wieder um Luftfall? Nein, aber es gibt auch bei der Bundeswehr Betten, die zu dritt übereinander gestapelt sind. Wenn der in der Mitte schnarcht wie ein Ochse, sagst du auch schon mal, nimm den Mittelsäger raus. Ja. Oder du kennst ja die Säge beim Jubel. Vielleicht gibt's da eine große Säge und einen Mittelsäger, wenn das Tor nur so mittel war. Sehr schön. Weiter? So. Die wollten noch eine Information geben. Nein. Sägefisch, der Mittelsäger ist ein Fisch, der im Mittelmeer Säge fischt. Was ist das denn für ein Lied? Sing mal die nächste Strophe. Der Mittelsäger ist vielleicht ein Fisch. Vielleicht sind wir doch im Sägewerk. Ja, es gibt verschiedene Sägeblätter, die zu absolut unterschiedlich großen Baumstämmen irgendwie... Absolut. Das ist zu verrückt, Barbara. Meinst du? Ich bin einfach so bodenständig. Du meinst, es sind drei Sägeblätter nebeneinander und in der Mitte das Blatt ist das Mittel. Falsch. Ich glaube, das hat gar nichts mit Handwerk, mit Werkzeugen an sich zu tun. An sich nicht. Genau. Der Mittelsäger ist nämlich ein Mann. ein Tier. Herr Mittelsäger, Alfons Mittelsäger aus Griesbach. Nein, das ist ein Beruf ein Job, in den Alpen. Sowas wie Schweinsteiger. Ja. Ja,
ein Mittelsäger. Ist ja, Schweinsteiger ist ein Beruf im Sauerland. Natürlich. Ja, genau. Und der Mittelsäger ist irgendwie vielleicht ein Typ, der im Forst wohnt. Im Forst? Im Forst. In welchem Forst? In einem... Teil, genau. In einem... Ja, das stimmt. Ja, mein, da kommt der Mittelsäger. Ja. Grüß dich, der Mittelsäger. Wer ist der Mittelsäger? Und dann kommt schon wieder die Musik und es ist Werbung. Unterhuber, ja. Mittelsäger, Oberfuchshuber, Burbur. Genau. Es hört sich irgendwie an wie ein Schnaps. Mittelsäger hört sich an wie ein Schnaps. Ja. Ist es ein Schnaps oder eine eine Rebensorte? Ja. Weil Sägen, jetzt wieder, wenn wir beim Schnarchen sind, so ein Schnaps, das ist für die so ein Männer. Mittelstarker, wo du nicht sofort ins Koma fällst. So ein Schnaps fällst. Für die Männer vom Sägewerk, genau. Ja. Ist das vielleicht einer, der Karriere nur im Mittelstand machen möchte? Und der im Mittelstand und nur im Mittelstand sägt. Den Stuhl absägt. Ein Mittelsäger, also der will halt nicht ganz nach oben. Also er sägt nur so lange, bis er Abteilungsleiter ist. Das finde ich cool. Hatten wir schon irgendwas mit Insekten? Vielleicht ist das, gibt doch... Hat sie schon. Haben wir schon, aber frag mal Vögel. Gibt frag es, mal Vögel. Ist es ein Vogel? Richtige Antwort. Ja! Ja, ne? Ja! Ja! Ja. Vogel. Super. Das Witzige ist ja, dass der Mittelsäger ein Vogel ist, der aussieht wie eine Ente und ernährt sich hauptsächlich von Fisch. Das finde ich sehr komisch. Sein langer, schmaler Schnabel ist mit Zähnen aus Horn besetzt, wie die Zähne einer Säge. So kann er also, wenn er einen Fisch fängt, den gut im Schnabel festhalten. Die Gattung der Säger, der sogenannten Säger, umfasst mehrere Vögel. Besonders kleine sind die Zwergsäger und ein Vogel der mittleren Größe ist der Mittelsäger. Woher weißt du sowas? Ja, Guido ist Fußballer. Ich total gerne so Discovery Channel und so. Auch so. Viel Arte. Viel Arte auch. Da war letztens so ein Themenabend zum Säger. Ja. Hast du ihn aufgenommen? Also, erstmal möchte ich Jacqueline sagen, es tut mir wahnsinnig leid. Und dann möchte ich sagen, wir müssten mal so eine Sendung machen, wo alle etwas anders sind und nicht so, wie sie immer sind. Also Guido zum Beispiel hält diese Figur dann durch. Ist na, total okay. Den Arte-Gucker. Das finde ich sehr gut. Wir müssen nur für Holger noch was finden. Das wird schwer. Nicht? Hallo? Ich könnte eine Sendung lang behaupten, Sie wären sympathisch. Wir machen ein bisschen Werbung, meine Damen und Herren, sind gleich wieder bei Ihnen. Bis gleich. So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder. Jetzt gehen wir mal nach Lübeck. Dort wohnt Renate Gajewski. Oh, das haben Sie schön vorgelesen, Herr Balder. Ganz toll, wie Sie das machen. Renate Gajewski aus Lübeck möchte wissen, was versteht man in Österreich unter einer Perfektionsfahrt? Eine Perfektionsfahrt? Ja, eine Perfektionsfahrt. Wo man mal keinen Baum mitnimmt. Ganz Beispiel. Einfach. Das Fahrplan, das ist dieses, beim Beim, nee, ich dachte jetzt am Slalom, bei Österreich Schnee, wenn man so, die perfekte, in einem neuen hohen Schnee, der erste, der da runter fährt. Die perfekte Linie fährt. Ja, die perfekte geschwungene Linie fährt. Sehr schön. Mhm. Aber sagen die Österreicher, sagen doch immer alles auf Englisch, die sagen doch aber Perfektionfahrt. Was haben die? Eine Perfektionsfahrt. Für Osa zum Beispiel. Ja, die sagen auch. Ich glaube, es ist eine Sache, wenn man den Führerschein macht. Das ist einfach die Fahrprüfung. Die heißt aber auf Österreichisch, machen Sie bitte eine Perfektionsfahrt. Weil da muss alles perfekt ablaufen. Und wenn man das geschafft hat, kriegt man danach die Pappe. Wofür ist denn Österreich? So ist es nicht, aber bleiben wir mal bei dem Thema. Führerschein bei den Kutschen. Hallo, hier. Sind wir bei der Führerschein? In Österreich wird der Führerschein gemacht. Und eine Perfektionsfahrt ist einfach, es gibt eine Nachtfahrt, es gibt die Autobahnfahrt und es gibt die Perfektionsfahrt, wo man beim rückwärts einparken muss, so ein paar gewisse Übungen absolvieren muss. Und Nein, das ist es nicht. Vielleicht sind es Testfahrer, die Autos werden ja getestet, bevor sie überhaupt auf den Markt kommen. Und auch da wird ja geguckt, dass man so eine Ideallinie findet in der Kurve und so weiter. Wenn man die findet und hinlegt, ist das auch Perfektionsfahrt. Bleiben wir mal beim Führerschein. Es ist eine Fahrt ohne Fehler.
Das ist toll. Ja, das ist ja lustig jetzt. Das ist ja ganz toll. Oh, das ist aber nett, wie Sie das sagen. Die sind so sympathisch heute zu mir. Was ist denn mit den Fiakern in Wien, bitte? Nein, wir sind bei Autos. Also, wir lassen die Perfektionsfahrt, die letzte Fahrt, bevor der Fahrschüler zur Prüfung zugelassen wird? Nein. Kann das sein, dass der Fahrlehrer... Ist das die Fahrt mit dem Prüfer? Die erste Fahrt mit dem Prüfer? Nein. Kann das sein, dass Nein, nicht die erste. Aber das ist die letzte Fahrt. Die letzte Fahrt vor der Prüfung, die unter Prüfungsbedingungen... Es abhält. Ist die Fahrt, nach dieser Fahrt bekommt er den Lappen ausgehändigt. Nein. Es muss aber doch ist das der Teil einer Prüfung sein? Nein. Aber wer wird geprüft? Das heißt der Teil einer Prüfung. Es hat was mit einer Prüfung zu tun, aber welche Prüfung meinst du denn? Vielleicht ist es ja gar nicht die theoretische normale Prüfung. Nein. Vielleicht ist es ja gar nicht Führerschein Klasse 3, sondern irgendwas anderes. LKW, Motorrad, Nein. So, also wir sind bei der Auto... Kraftfahrzeug unserer Klasse 3 TÜV-Prüfung. Ein maschinell angetriebenes, nicht an Schienen gebundenes Landfahrzeug, so heißt es. Wir sind beim TÜV. Wo sind wir? Beim TÜV. Was machen wir da? Ist das wir prüfen? Und zwar wie Nein, Autos. Was macht denn eine perfekte Fahrt aus? Man hat niemanden überfahren. Oder nur ganz wenige. Oder nur ein paar Piefkes vielleicht oder so. Du, ich hab den Brenner überfahren. Ja. Kannst du den? Nee. Also. Was ist eine Perfektion? Also, ja, Perfektionsfahrt. Was machen die denn anders? Wir fahren mit einem Fahrlehrer los. Wir kommen auch mit ihm zurück. Dann fahren wir einmal mit einem Prüfer und dann haben wir's. Was machen die denn anders? Theoretische Prüfung. Das ist die gute Frage. Also es was gibt machen nur zwei anders? Fragen. Es könnte sein, dass du allein im Auto sitzt und der Prüfer mit einem anderen Auto hinter oder vor dir fährt. Das könnte damit sein. Damit er den Unfall besser beobachtet. Nein, damit er einfach sehen kann, wie du dich alleine im Auto verhältst. Der guckt, ob du stressresistent bist und versucht dich zum Beispiel von der Spur zu drängeln oder sowas. Genau. Kommt dir auch mal entgegen. Und genau. So. Ja. Hallo. Ich habe jetzt mal eine Idee. Bei uns war es doch so, dass der Fahrlehrer neben dir, der hat doch auch Gas und Bremse. Ja. Also das sind ja spezielle Autos, wo der Fahrlehrer eingreifen kann in dramatischen Unfähigkeitssituationen. Und vielleicht ist das die letzte Fahrt, wo das nicht mehr also ist. Da hat der Prüfling keine, da hat nur noch der Fahrlehrer. Vielleicht gibt es ja sowas. Also die dürfen einen Führerschein schon mit 17 machen, dann aber... Da machen den ganz normal, dürfen ihn dann aber nur mit einem weiteren, der einen richtigen Führerschein hat, und dürfen dann gar keinen fahren. Fehler machen. Und bevor sie dann das erste Mal ganz alleine fahren, machen sie noch eine einmalige Prüfung, die Perfektionsfahrt, nur mit dem Prüfer, ohne Fahrlehrer. Ist das eine Prüfung für Nein. Senioren, dass die noch ihre Tauglichkeit beweisen müssen? Herr Warum Walter? Müssen Sie immer von mir reden? Ja. Aber das kann ja wirklich sein. In anderen Ländern ist es ja so, dass Jugendliche früher Führerschein machen, aber dafür fahren sie eine Weile auf Bewährung. Vielleicht muss man wirklich so eine Null-Fehlerfahrt hinlegen nach einer bestimmten Zeit. Und das ist sowieso falsch. Weiter. Ist doch falsch. Stimmt das? Man fährt eine Zeit lang, sagen wir mal 3 Monate, auf Bewährung und muss dann eine Fahrt machen, wo man wirklich gar nichts falsch macht. Und dann nicht nur eine, sondern zwei. Richtige Antwort. Ja, doch. Ja. Man macht in Österreich seinen Führerschein und wenn man den gemacht hat, dann muss man innerhalb eines Jahres zu 2 Nachkontrollen antreten. Die erste findet nach 3 Monaten statt, die zweite spätestens nach 12 Monaten. Und der Führerschein-Neuling muss dann jeweils 50 Minuten unter Aufsicht eines Fahrlehrers beweisen, dass er jetzt richtig Auto fahren kann. Das heißt, seine Kenntnisse gewissermaßen perfektioniert hat und das nennt man dort Perfektionsfahrt. Wenn er kann, also der Führerschein kann ihm nicht mehr abgenommen werden, nur wenn er das nicht richtig macht, dann kann es sein, dass er nochmal zu einer Nachprüfung muss. Und nochmal, dann heißt, wird halt die Probezeit Leute, die verlängert. Deshalb bist du nach Deutschland gekommen, um deinen Führerschein zu machen. Okay, jetzt wird ein Schuh draus. Gibt es da so Leute, die seit 20 Jahren Perfektionsfahrten regelmäßig? Ja. Und es immer noch nicht können? Ja. Es könnte sein, ich weiß es nicht. Aber ich irgendwann wird er was Perfektionsfahrt. Natürlich. Renate Gajewski aus Lübeck, es tut mir leid, es gibt leider kein Geld. Elke Andres Fischer wohnt in Elsdorf in Schleswig-Holstein. Und Elke Andres Fischer hat vielleicht mehr Glück, denn sie möchte wissen, was ist ein Ganzliga? Wie? Ein Ganzliga. Ein Schiff. Also kein Halbliga, sondern ein Ganzliga. Ein Z. In einem Wort. Schiff. Ja, liegt was, das ganze was Jahr ein Schiff? Hafen. Ein großes Schiff, was das ganze Jahr über im Hafen liegt. Warum? Weil es ein Museumsschiff ist. Keinen Grund gibt, rauszufahren. Rauszufahren. Aber warum nicht? Weil auf dem halt dieser groß. Kran ist, mit dem andere Schiffe beladen werden. Funktion oder ein Kranschiff. Oder es hat irgendwelche Steuern, sind nicht raus oder irgendwie sowas. Aber es liegt einfach die ganze Zeit am Kai. Ja. Weil der Pflaume scheiße findet, weil der wirklich raus. Weil es vielleicht eben kein Schiff ist, sondern vielleicht so eine Art Ponton, auf dem man laufen und wo kleine Kioske sind, gibt es ja Was auch in Hamburg. Was könnte es denn noch sein, wenn es kein Schiff ist?
Ein, LKW. Elbkatze, Hund, Katze, Maus. Es könnte ein Tier Flugzeug. Sein, ja. Flugzeug. Es könnte jemand sein, der im Bett eine ganz bestimmte Position einnimmt. Das heißt, der zum Beispiel ohne Kissen schläft. Und dann spricht man, keine Ahnung, in der Orthopädie von einem Ganzlieger, weil er komplett flach auf der Matratze liegt und nicht wie andere Leute eine Erhöhung erfährt durch ein Kissen. Wie heißt dann einer, der mit einem Kissen liegt? Ein Halblieger. Dreiviertelliga. Aber es könnte ein Motorboot sein, die vielleicht gibt es so Ganzlieger, also die ganz flach auf dem Wasser fahren und welche, die so hoch vorne... Aber ihr werdet lachen, es gibt sogar einen Halblieger. Ja? Ja. Es gibt einen Halblieger und es gibt einen Ganzlieger. Ich möchte aber wissen, was ein Ganzlieger ist. Ich glaube, die Frau ist doch aus Schleswig-Holstein. Das können wir natürlich. Das sind doch alles Leute, die kommen doch vom Meer. Wir sind beim Sport. Mit dem Wasser zu tun haben. Beim Sport sind wir. Bei welchem denn? Beim Ringen. Und beim Ringen gibt es bestimmt eine Möglichkeit, den Gegner in irgendwelche Verfänglichkeiten zu bringen. Und da gibt es einen Ganzlieger und einen Halblieger. Da liegt man vielleicht so, musst du doch wissen als Sportler. Ja, aber Sport vielleicht wirklich sowas wie Kajak oder so? Gibt es da so Paddelboote, wo man tatsächlich mehr oder weniger im Wasser drin liegt oder so? Oder Wasserskifahren? Ist vielleicht die Ganzliga von 1 bis 18 und die Halbliga ist, wenn man nur die Plätze 9 bis 18 regelmäßig bespielt, weil man nicht rüberkommt. Das ist die Bundesliga. Das ist noch was anderes. Ich fand das gut. Das heißt übrigens nicht Liga, sondern Liger. Ach also ich wollte es nochmal sagen. Liger. Sind wir denn mit dem Weitesten, also ich darf nicht fragen, aber Wasser ist gut, ne? Schiffe ist prima, ne? Wasser ist gut, muss aber nicht unbedingt sein. Muss nicht unbedingt sein. Toll. Muss also, kann auch in den Bergen ist spielen. Immer schön Wasser und ist auch in dem Zusammenhang auch, ist das kann man auch damit in Zusammenhang bringen, muss aber nicht unbedingt sein. Ist das ein Stein? Sind wir jetzt wieder mal in der Geo? Ein Stein. Stein. Ja, weiter. Es gibt auch Steine, die sind die liegen ganz auf dem Boden. Und dann gibt es welche, die sind. Ist es vielleicht eine Kirsche, weil manche Kirschen liegen ja ganz auf dem Boden. Und manche, ja. Oder eine Banane, ja. Oder ist es ein Glas? Oder ein Haus, oder. Was ist denn, wenn, was ist denn, wenn jemand beerdigt wird, Sportsfreunde? Dann ist er tot. Und wenn dann du. Ist er ein Ganzlieger, also, Halbliga ist einer, der nur bis zur Hälfte eingegraben ist, damit du die Grabpflege noch selber machen kannst. Und ein ganz lieber. Weg da, weg da, einer. Oh, hallo, Besuch. Jetzt kommt wieder einer. Vielleicht ist ein. Geht es um Anlieger? Es gibt Ganzlieger. Das ist gut. Die haben halt dann ein großes Grundstück, was auch am Wasser liegt. Und ein Halblieger, der liegt nur an einer, mit einem Stück an einer Straße oder sowas in der Art. Sind wir vielleicht in einem Seniorenheim oder in einem Krankenhaus? Menschen, die... Entschuldigung. Bettlägerig sind? Die immer liegen müssen und welche, die noch aufstehen können zum Abendessen. Das die hat auch was mit Wasser zu tun. Sind Halblieger, ja. Und die in die Flasche pullern, sind Ganzlieger. Ja, und da haben wir schon das Menschen Thema Wasser nachts raus. Ja. Nein. Soll ich es euch mal vielleicht... Juwelier. Die Verarbeitung von Schmucksteinen. Steine, die ganz in der Fassung liegen und welche, die rausragen. Gibt es auch Steine, die einen aus der Fassung Juristerei. Bringen? Wir sind in der Juristerei. Das ist irgendein Begriff, die Rechtsanwälte benutzen oder Menschen, Notare wahrscheinlich. Und ich glaube, das hat irgendwie doch was mit Grundstücken zu tun. Da kann man unterschreiben. Ich lese mal gerade vor. Sie sind Bernhard Hohecker, geboren am wird bestätigt, dass er als Ganzlieger gute Arbeit geleistet hat. Keine Ahnung. Unten rechts, Datum, hört Karl Scheuren. Und was macht man als Ganzlieger? Das würde ich gerne von euch. Landet beim Fernsehen. Ja. Ist es vielleicht eine Tanz? Ich werde es euch mal sagen, es ist etwas ganz Banales, wie schon der Name sagt, Ganzlieger. Der Ganzlieger ist ein Strandkorb. Ich wollte es eben und zwar ein ganz spezielles Modell. Man kann die Haube des Strandkorbes ganz nach hinten klappen, so weit, dass man richtig drin liegen kann. Daher nennt man das da oben Ganzlieger. Es gibt auch den Halblieger, da geht der Strandkorb nicht ganz runter, sondern nur halb auf. Es ist wirklich wahr. Ganzlieger ist ein Strandkorb und Elke Andres Fischer aus Elsdorf kriegt 500 Euro. Gratulation. Ich sage nochmal unsere Adresse, genial.de 50616 Köln, unsere Telefonnummer 0137 18 1120, unsere E-Mail-Adresse fragen@genialdaneben.de, wenn Sie für uns schöne Fragen haben. Wir haben ein bisschen Geld ausgegeben. Habt ihr was gewusst? Vogel! Das ist nicht nett. Vogel.
Genau. Na, den wie hieß der nochmal? Ich habe schon wieder vergessen. Der Mittelsäge. Der Fiktionsfahrt. Ah ja, natürlich. Also doch. Gibt es noch Restkarten für deine Tournee eigentlich? Ich schätze mal, dass in der letzten Dreiviertelstunde ziemlich viel abverkauft wurde. Ja. Da werden aber lohnt sich einfach. Da werden uns viele Mittelsäger. Toi, toi, toi für die Tournee. Wenn du ein bisschen Zeit hast zwischendurch, schau doch mal bei uns vorbei. Ach, ich würde das erzähl uns, wie es läuft. Ich kann euch dann erzählen, wie es draußen so ist in der großen Welt. Gut. Da freuen wir uns drauf. Freuen Sie auch drauf. Ihnen wünsche ich ein schönes Wochenende. Das war genial daneben. Bis nächsten Samstag. Tschüss.